Die Silvio-Meyer-Straße in Friedrichshain, nähe U-Bahnhof Samariterstraße. In der Nacht auf den 21. November 1992 attackierten jugendliche Neonazis den 27-jährigen Meyer, versetzten ihm zwei Messerstiche direkt ins Herz. Kein Vergeben, kein Vergessen steht auf einer Gedenktafel im U-Bahnhof. Passanten erinnern sich. War das so eine Geschichte, dass da auch welche Nazis den hier verfolgt haben und hier unten im U-Bahn-Tunnel denn zu Tode gebracht haben? Ja? Silvio Meyer war wohl ein Autonomer, der hier wohnte in dem Kiez und ist hier an der S-Bahn erstochen worden. An der U-Bahn. Und mein Bruder, der kam den Tag, wo das passiert ist, gerade aus der U-Bahn raus und hat gesehen, wie jemand sich hochschleppte und hat dann gefragt, ob er Hilfe braucht. Doch Meyer starb noch im U-Bahnhof. Zwei seiner Freunde wurden schwer verletzt. Die drei Angreifer kamen mit dem Zug aus Richtung Hönow. Gleich nach Bekanntwerden der Tat gab es im Bahnhof Gedenk- und Protestveranstaltungen gegen rechte Gewalt. Über sein Motiv sagte der Haupttäter bei der Vernehmung: Er selbst bezeichnet sich als rechten Hooligan, das heißt als Fußballfan. Er hat was gegen Ausländer und auch gegen Hausbesetzer, wie er in seiner Vernehmung angibt. Der Prozess 1993 fand aufgrund des Alters der Täter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Haupttäter wurde zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Die damalige Verlobte Meyers nach dem Prozess. So gut wie es ging, konnte ich es halt beobachten. Und das Ganze ist wie ein schlechter Film abgelaufen. Mit seiner Verlobten engagierte sich der gelernte Drucker in der DDR-Bürgerrechtsbewegung. In der Gethsemane-Kirche halfen beide, ein illegales Konzert der Westberliner Band Element of Crime zu organisieren. Das wurde schließlich von der rechten Skinhead-Szene gestürmt. Zu Meyers Person die Amadeo-Antonio-Stiftung gegen Rechtsradikalismus. Er war ja auch Symbol für den Widerstand in der DDR, für die Hausbesetzer-Szene. Und ich finde, das gehört einfach zu Berlin dazu. Deswegen finde ich das auch total legitim, dass es eine Silvio-Meyer-Straße in Berlin gibt. Seit 2013, früher Gabelsberger Straße. Sie verläuft zwischen der Rigaer Straße und der Frankfurter Allee. Deswegen ist eine Straße nach ihm benannt. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber ist egal. Na gut, aber er ist rechter Gewalt zu Opfer gefallen. Es gibt aber auch linke Gewalt. Ich finde das so wichtig, dass man sowas einfach nicht vergisst. Fast jedes Jahr führte bisher eine Silvio-Meyer-Demo durch den Kiez. In diesem Jahr am kommenden Sonnabend. Ich glaube, ohne diese Demonstration und auch ohne diese Auseinandersetzung, dass es ja auch wirklich eine rechtsextreme Tat war, gäbe es dieses Gedenken überhaupt nicht. Wie in den Jahren zuvor brennen noch heute Kerzen im U-Bahnhof Samariterstraße in Gedenken an Silvio Meyer.